Alexis Sanchez ist dabei, der bestbezahlteste Spieler in der Premier League zu werden. Aber wo genau positioniert er sich zwischen den Bestverdienern im Spiel? Dies klären wir zusammen gleich nach dem Intro auf. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier bei InSports. Als ob die Fußballspieler nicht schon genug Geld verdienen und wir armen Fußballfans Wasser und Brot essen müssen, damit wir uns eine Karte fürs Stadion leisten können, schauen wir uns heute die Top 10 Verdiener in 2018 an. Eins vorab, mit dem Gehalt dieser Spieler kann man sicher die ein oder andere Fußballmannschaft kaufen. Nummer 10, Paul Pogba aus Manchester United. Die Red Devils haben ja einige Angebote im Sommer 2016 gemacht, als sie letztendlich Juventus mit einer Ablöse von 105 Millionen Euro überzeugen konnten. Paul Pogba wurde damals damit zum teuersten Fußballer. Die Marca berichtet, dass er schätzungsweise auf einem Jahresgehalt von 18 Millionen Euro kommt. Diese Summe kann oder wird sich wahrscheinlich in Zukunft ändern, da mit dem Sanchez-Transfer Pogba nun doppelt so viel Gehalt verlangt. Als ob er davor gehungert hätte oder so. Seine erste Saison lief nicht ganz, wie er es erwartet hätte, nachdem Pogba für seine unterdurchschnittliche Leistung kritisiert wurde. Allerdings hat der 24-Jährige seine Kritiker in dieser Saison mit großartigen Leistungen für United zum Schweigen gebracht. Die Wichtigkeit seiner Anwesenheit kann nicht bestritten werden, wenn man bedenkt, wie die Red Devils in seiner Abwesenheit unterdurchschnittlich gespielt haben. Seit seinem Comeback scheint Manchester United wieder zur alten Stärke zurückzufinden und strebt nach Ruhm. Auf dem 9. Platz befindet sich Kylian Mbappé. Frankreichs Sensation und der Newcomer, der es in dieser Liste dank seines Wechsels von Monaco nach PSG schaffte. Momentan ist er ja nur verliehen und wird voraussichtlich dann für eine unglaubliche neunstellige Ablöse offiziell wechseln. Er verdient momentan um die 18,5 Millionen Euro jährlich, dank seines neuen Arbeitgebers. Mbappé gewann den Golden Boy Award in 2017. Er schlug damit seinen Landsmann Ousmane Dembélé und dem Engländer Marcus Rashford. Im Parc des Princes konnte er sich auch schon mit 15 Toren und 14 Assists diese Saison beweisen. Der Franzose ist neben Neymar und Edinson Cavani ein unverzichtbarer Spieler eines vernichtenden Trios. Da er momentan Woche für Woche gute Leistungen erbringt, wird PSG sicherlich nicht zögern, im nächsten Sommer seine Ausstiegsklausel von 190 Millionen Euro zu bezahlen. Kommen wir zum 8. Platz. Den belegt Hulk von Shanghai SIPG. Der brasilianische Stürmer ist eine ständige Präsenz unter den besten Fußballverdienern der Welt. Er kam 2016 für 56 Millionen Euro zur chinesischen Mannschaft Shanghai SIPG. Sein Wechsel von Zenit St. Petersburg war bis dahin der höchste Asientransfer, der erst durch die Ankunft seines brasilianischen Teamkollegen Oscar in China gebrochen wurde. Der 31-Jährige kommt derzeit laut der spanischen Boulevardzeitung Marca auf ein Jahreseinkommen von 20 Millionen Euro. Hulk hat die chinesische Super League im Sturm erobert und konnte in der Saison 16-17 in 44 Spielen 30 Mal treffen und 25 Mal vorlegen. Kann ja nicht so schwer sein für einen Spieler seiner Klasse, dort solche Zahlen aufzuweisen. Der brasilianische Stürmer drückte 2017 seinen Traum aus, in der Premier League spielen zu wollen, wobei er die Konkurrenz in England begrüßte. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob es einem der Premier League Schwergewichte gelingt, ihn wirklich nach Europa zurückzuholen. Den 7. Platz belegt der Deutsch-Türke Mesut Özil. Als ein Schlüsselspieler bei den Gunners hat sich Özil nie so richtig wohl in London gefühlt. Seit seinem Abgang von Real Madrid kommen ständig Gerüchte, wie unzufrieden er ist. Vor der Kamera aber betont Özil oft, dass er sich bei Arsenal wohlfühlt und hier länger bleiben möchte. Ob das auch die Wahrheit ist, kann man leider nicht so einfach sagen. Nichtsdestotrotz hat er die Möglichkeit ergriffen und beim spektakulären Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang sofort mehr Gehalt gefordert. Sein Wunsch wurde dann nach kurzen Verhandlungen auch erfüllt. Özil kommt jetzt auf stolze 400.000 Euro wöchentlich und darf sich über ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro freuen. Ob verdient oder nicht, aber mit 4 Toren und 7 Assists bleibt Özil ein wichtiger Mann für die Gunners und deswegen wird es wohl Arsene Wenger am Ende auch egal sein. Hauptsache, er hat seine Spielmacher noch.
Der Superstar aus Madrid schafft es nur auf Platz 6. Ein kompletter Schock. Ronaldo, der neben Leo Messi zu den beiden Diktatoren der Generation zählt, konnte laut den Marca gezeigten Zahlen nicht einmal die Top 5 dieser Liste durchbrechen. Der portugiesische Riese hat einen Vertrag, der im Jahre 2021 auslaufen wird. Momentan verdient er ca. 22 Millionen Euro, so die Boulevardzeitung. Ronaldo befindet sich derzeit in der schlechtesten Phase seiner Karriere. Nach der 5-Spiele-Sperre im September vergangenen Jahres kommt er nur auf 11 Ligatore. Er hat Berichten zufolge von der Madrider Hierarchie verlangt, ihm ein Gehalt anzubieten, das den Zahlen von Lionel Messi im Camp Nou entspricht. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Florentino Perez trotz seiner glanzlosen Leistung den Forderungen von Ronaldo nachkommt. Ja, und der erste in der Top 5 ist Ezequiel Lavezzi von Hebei China. Er war ein hochkarätiger Star, der bereits 2016 in die chinesische Super League gewechselt ist. Laut Marca verdient der Argentinier momentan ca. 23 Millionen Euro pro Jahr. In seiner ersten Saison mit dem Verein konnte Lavezzi seinen Preis nicht rechtfertigen. Bei 10 Spielen kam er gerade mal auf ein Tor. Doch in seiner zweiten Saison hat er sich mit 20 Toren in 27 Spielen bewiesen. Und wir bleiben gleich in China und gehen zu Oscar von Shanghai SIPG, der den 4. Platz belegt. Oscar sorgte für Schlagzeilen, als er 2016 entschied, sich der chinesischen Mannschaft für 60 Millionen Euro anzuschließen. Sein Wechsel nach China ist der teuerste asiatische Transfer aller Zeiten. Außerdem war er der teuerste Spieler, der im Januar gekauft wurde. Ein Rekord, den erst Felipe Coutinho nach seinem Wechsel nach Barcelona letzten Monat übertraf. Oscar wurde kritisiert, weil er im Alter von 24 Jahren eine niedrigere Liga gewählt hatte, da er mit 24 locker für einige europäische Elite-Clubs hätte spielen können. Momentan verdient der Brasilianer laut der Marca 24 Millionen Euro pro Jahr und ist der 4. Fußballer in dieser Liste, der für einen chinesischen Club spielt. Nun aber zurück nach Europa. Hier belegt Alexis Sanchez den 3. Platz. Das Tauschgeschäft mit Henrik Mkhitaryan, der zu den Gunners ging, war wohl mehr ein gutes Geschäft für Manchester United. Abgesehen von der steigenden Popularität als neue Nummer 7 von Man United, wird der 30-Jährige mit 520.000 Euro pro Woche der bestbezahlteste Premier League Spieler sein. Er wird laut der Marca eine unglaubliche Summe von 27 Millionen Euro jährlich einsacken. Alexis Sanchez war ein wesentlicher Bestandteil der Arsenal FA Cup Wettbewerbe in den Jahren 2015 und 2017. In der Saison 16-17 war der Schlene auf seinem Gebiet der Beste und erzielte in 51 Spielen 20 Tore für die Gunners. Sanchez wird sehr wahrscheinlich seine beeindruckende Form aus Arsenal im Old Trafford weiter fortführen, aber es bleibt abzuwarten, ob er die gigantische Lohnhöhe auch wirklich rechtfertigen kann, die er dann bei Manchester United verdient. Auf dem 2. Platz befindet sich der PSG-Superstar Neymar. Paris Saint-Germain hat den Weltrekord gebrochen, als sie Neymar im letzten Sommer aus den Fängen von Barcelona für 220 Millionen Euro schnappten. Angesichts dieser Rekordsumme, die sie für ihn bezahlten, ist es auch natürlich, ihn jetzt unter den Top 3 der Topverdiener zu sehen. Laut seinem jetzigen Vertrag wird Neymar jährlich 36,5 Millionen Euro verdienen. Ja Leute, das sind 100.000 Euro pro Tag. Ich meine, jeder normale Mensch braucht natürlich so einen Betrag zum Überleben. Aber genug gefrustet, wieder zurück zu den Fakten. Nach seinem Wechsel zum französischen Meister hat Neymar den Druck aus der Ablösesumme abschütteln können und läuft zurzeit in Topform. 28 Tore und 16 Assists in nur 28 Auftritten rechtfertigen jeden Euro, den PSG für ihn ausgab. Sollte seine Topleistung so weitergehen, könnte der Seleção-Knipser schon bald die Ronaldo-Messi-Ballon d'Or-Zeremonie brechen. Und apropos Messi Ronaldo, wir sind bei unserer Nummer 1 gelangt. Hier befindet sich majestätisch Lionel Messi. Er wurde nach dem Wechsel von Carlos Tevez zu den Boca Juniors im Januar zum bestbezahltesten Fußballer der Welt. Jeder Barca-Fan war sehr erleichtert, als der Argentinier Ende letzten Jahres eine Vertragsverlängerung unterschrieb. Aber jetzt seien wir mal ehrlich, man kann sich Messi echt nicht mehr aus Barcelona vorstellen. Und deswegen war es meiner Meinung nach nur eine Sache des Geldes, bis er endlich unterschrieb. In seinem neuen Vertrag bis 2021 verdient der Argentinier laut der Marca 46,5 Millionen Euro jährlich. Das sind nochmal 10 Millionen Euro Unterschied zu Neymar.
Es besteht kein Zweifel, dass Leo Messi in jedem Spiel Top-Leistungen bringt und dass er wahrscheinlich auch sein Geld wert ist. Trotzdem wurde der 30-Jährige als der überbezahlteste Fußballspieler der Welt eingestuft. Und nicht nur das. Eine von der International Journal of Computer Science in Sports durchgeführte Studie behauptet, dass von Messis Gesamtjahreseinkommen genau die Hälfte vom Camp Nou kommt. Der argentinische Knipser ist gerade dabei, mit Barcelona den Meistertitel zu gewinnen und wird auch dieses Jahr in der Champions League ein Wörtchen mitreden wollen. Ja, das waren die 10 bestbezahltesten Fußballer der Welt. Meine Frage des Tages an euch heute ist, wer von diesen 10 hat sein Gehalt auch wirklich verdient? Und wer auf keinen Fall? Lasst eure Meinung wie immer in die Kommentare und wir diskutieren dann gemeinsam drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem über einen Abo und einen Daumen hoch freuen. In der Infokarte sind noch die letzten Videos, falls ihr die verpasst habt. Und damit bedanke ich mich bei euch und wir sehen uns beim nächsten Mal.